Ein herzliches Willkommen Ihnen und euch zu Hause oder wo ihr auch gerade seid. Zum ersten Mal seit dem 15. März feiern wir wieder Gottesdienst hier in der Reformationskirche. Und darüber freue ich mich sehr. Auch wenn wir uns nicht gemeinsam in diesem Kirchraum befinden, sind wir doch alle miteinander verbunden. Denn Gott ist bei uns. Und er ist ein Gott, der uns sieht, der uns hört, der mit uns geht. Voller Vertrauen wendet sich der Beter des 66. Psalmes an ihn. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Der heutige Sonntag trägt den Namen Rogate, betet, das heißt, bleibt im Gespräch mit Gott. Ich lade euch und Sie ein, darüber nachzudenken, ob und was das Gebet Ihnen in diesen Zeiten bedeutet. Lasst uns gemeinsam im Namen Gottes feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Himmel und Erde sind in seiner Liebe entstanden und niemals würde er auch nur eines seiner Geschöpfe fallen lassen. Wenn et bede sich lohne deet, wat mienste wohl, wat ich stann bede deet? Wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Manche von Ihnen erinnern sich vielleicht an diesen Song der Kölner Rockgruppe BAP aus den 80er Jahren. Lohnt es sich zu beten? Was würden Sie darauf antworten? Jesus widmet in seiner Bergpredigt im Matthäusevangelium dem Gebet einen ganzen Abschnitt. Ich finde den Zusammenhang spannend, in den das Gebet gestellt ist. Es befindet sich zwischen seinen Ausführungen über das Spenden für Bedürftige und über das Fasten. Damit wird deutlich, dass das Gebet mehr ist als nur eine Haltung. Es ist nicht nur etwas, das alleine mit Gott und mit mir zu tun hat. Es geht tatsächlich auch um aktives Tun. Und es soll im Verborgenen geschehen, ebenso wie das Herschenken für andere, sowie das Fasten und vieles andere auch. Wenn du betest, geh in dein Zimmer. Luther nannte es das Kämmerlein. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ganz klar geht es hier um ein Nicht-zur-Schau-Stellen dessen, was wir tun. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns das ja auch gar nicht beabsichtigen. Manchen ist es vielleicht sogar peinlich, wenn andere mitbekommen, dass sie beten bzw. überhaupt an Gott glauben. Ich könnte mir denken, dass dieser zweite Teil von Jesu Aufforderung mehr Schwierigkeiten bedeutet, nämlich eben die Tatsache, dass Gott im Verborgenen ist. Ich wünsche mir doch jemanden, der mir ganz nahe ist. Und genau so beschreibt Jesus seinen Vater auch. Denn er sagt, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.
Für Jesus, sowie ja auch schon für all die vielen anderen Menschen im ersten Teil der Bibel, steht fest, dass Gott hört und sieht. Und tatsächlich spricht Jesus hier sogar selbst davon, dass wir belohnt werden, wenn wir beten. Wenn et bete, sich lohne det. Wenige Sätze später stellt Jesus das Gebet vor, das wohl zu einem der meistgesprochenen Gebete auf der ganzen Welt gehört, das Vater unser. Nun weiß ich, dass einige schon deshalb mit diesem Gebet Schwierigkeiten haben, weil es eben mit dieser Anrede beginnt, Vater unser. Wie viele menschliche Väter gibt es auf dieser Welt, die in ihrem Verhalten ihren Kindern gegenüber brutal unmenschlich sind? Wer einen solchen Vater hat oder auch nur kennt, dem fällt es schwer, zu Gott als liebenden Vater zu beten. Es mag eine Hilfe sein, sich Gott stattdessen als liebende Mutter vorzustellen. Aber leider gibt es ja auch Mütter, die nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Vielleicht hilft uns in diesen Gedanken tatsächlich das Bild vom verborgenen Gott, wie Jesus ihn uns darstellt, als einen zutiefst mitleidenden Vater mit der Zärtlichkeit einer zutiefst liebenden Mutter, jenseits unserer Vorstellungskraft. Ein Gott, der beide Elternteile in sich vereint, dem wir zu jeder Zeit vertrauen können. Ein Gott, bei dem wir uns immer geborgen, ja im besten Sinne gut aufgehoben fühlen dürfen. Ein Gott, der aufmerksam jede und jeden von uns kennt, mit all unseren Wünschen und Bedürfnissen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet, betont Jesus. Das Vaterunser, trotz all unserer Anmerkungen, die wir persönlich dazu haben mögen, dennoch als Best-Practice-Beispiel für das Beten. Denn es ist ein Gebet, das schon die Kleinsten lernen, wenn es im Kita-Gottesdienst gemeinsam gebetet wird. Ein Gebet, das darum auch die meisten Konfirmandinnen und Konfirmanden schon mitbringen zum ersten Treffen. Ein Gebet, das immer noch über die Lippen geht, wenn der Kopf vieles andere nicht mehr hergibt. Manche Bitten lassen sich leichter mitsprechen als andere. Über einige wird immer wieder gestolpert. Wie ist das mit den Schuldigern, denen wir vergeben sollen? Wem soll ich verzeihen und kann und will ich das überhaupt? Und dann vor 2 Jahren eine neue, wie ich finde, sehr spannende Diskussion, entfacht durch Papst Franziskus. Er plädierte für eine Umformulierung der 6. Bitte. Denn als liebender Vater würde doch Gott wohl niemals uns, seine Kinder, in Versuchung führen. Vielleicht haben Sie auch eine Lieblingsbitte oder eine, die Ihnen ganz besonders vertraut ist. Mir persönlich ist dieser Satz wichtig. Dein Wille soll geschehen. Jesus wird ihn später im Garten Gethsemane sagen. Das ist ein Satz tiefsten Vertrauens. Jesus übergibt sich in dieser Situation, die ihm ausweglos erscheint, in Gottes Hände. Er ist überzeugt davon, dass diese ihn halten werden, bei allem, was kommt. Dieses Vertrauen wünsche ich mir in diesen Tagen, die so ungewiss sind. Viele von uns sind so belastet durch die vergangenen Wochen, in denen sich in so kurzer Zeit unser Leben so grundlegend verändert hat. So viele Menschen sind weltweit schon dem Virus zum Opfer gefallen. Viele machen sich berechtigte Sorgen wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Und ihr jungen Leute seid besorgt um eure Abschlüsse. Die Lockerungen, die nun langsam greifen, werden einerseits sehnlichst erwartet und andererseits tragen wir alle weiterhin Verantwortung dafür, dass wir nicht von einer neuen Welle überrollt werden. Mir persönlich hilft es, all diese Sorgen im sogenannten stillen Kämmerlein vor Gott zu bringen. Wenn et bete, sich lohne det, wat meinste wohl, wat ich dann bete det?
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir tut das Gebet gut, weil es mir Gelegenheit gibt, auszusprechen, was mir auf der Seele lastet. Und ich dabei spüren darf, Gott hört mir zu. Und er versteht mich, denn er weiß ja schon, was mir mein Herz schwer macht. Ich spüre, wie ich ruhiger werde. Vielleicht ergeht es Ihnen ähnlich. Vielleicht gelingt es Ihnen, nach dem Gebet zuversichtlicher in den Tag zu gehen oder in die Nacht. Wir dürfen jedenfalls Gott jederzeit mit unseren kleinen und auch großen Problemen, Sorgen und Belastungen immer wieder ansprechen. Und wir sind eingeladen, ihm auch zu sagen, wofür wir dankbar sind. Und wir können ihn täglich bitten, dass er uns die Kraft zum Durchhalten schenkt. Und ja, eine besondere Kraft schenkt gerade dieses Gebet, das wir gleich gemeinsam sprechen können, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Das gemeinsame Vater unser, das uns verbindet über alle Grenzen, hinweg in alle Ängste und Sorgen auf der ganzen Welt. Ein Gebet, das auch heute schon Räume eröffnet, wenn wir gemeinsam beten, dein Reich möge kommen. Ein Reich ohne Kriege, ohne Verletzungen, ohne Corona. Ich wünsche uns allen, dass wir heute schon gestärkt werden, weil wir gemeinsam beten und hoffen können, weil wir gemeinsam träumen dürfen von der Zukunft, in der wir ohne Angst und ohne Einschränkungen voller Freude leben dürfen. Amen. Lade ich euch und sie ein, lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen, das Jesus uns geschenkt hat. Und lasst uns alle diejenigen mitnehmen, die uns am Herzen liegen, in der Nähe und in der Ferne und die wir ganz besonders Gottes Fürsorge anvertrauen wollen. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen und möge die Sonne dein Gesicht zärtlich streicheln. Mögest du den Wind in deinem Rücken spüren, so wie du spüren mögest, dass du gestärkt wirst durch andere Menschen, die dir ein Lächeln schenken, die dir zeigen, wie kostbar und einmalig du bist. Mögest du erfrischt und erquickt werden. Und so lange, bis wir beide, du und ich uns wiedersehen, da halte Gott dich fest in seiner Hand. Und so segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein kleiner Hinweis noch vor dem Orgelnachspiel. Sie sehen jetzt die Möglichkeit eingeblendet, online eine Kollekte zu spenden. Denn leider können wir das ja von hier aus nicht gemeinsam tun. Sie ist
dieses Mal bestimmt für die Vereinigte Evangelische Mission. Herzlichen Dank und nun bleiben Sie gesund.